Wir wollen ihn mit einem herzlichen Applaus willkommen heißen, Ben Fitzgerald. Ben, so happy to have you here. Warmly welcome. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy? Geht's euch gut? Do you love Jesus? Liebt ihr Jesus? Oh, don't convince me too much. Do you love Jesus? Also, ihr müsst mich zu sehr überzeugen. That's better. Na, so ist besser. I love Guy. He's very good. Ich liebe Guy, das ist wirklich gut. But who here needs healing now in their ears? Who Aber needs wer the healing? Braucht jetzt Heilung für seine Ohren? It's so powerful. Es ist so. I tell you one thing about his music I like is that you feel it. Also eine Sache, die ich an seiner Musik besonders gut finde, ist, man spürt sie. You can't not. Man kann sie nicht spüren. My legs will be shaking with I exalt thee for a few weeks. Meine Beine wird einige Wochen mit ich erhebe powerful, dich schütteln. Powerful. Richtig powerful. Hallelujah. Well, this morning I want to talk to you about a person. Heute Morgen möchte ich zu euch sprechen über eine Person. That I think we should talk about in church. Und über diese Person sollte man in der Gemeinde wirklich sprechen, denke ich. Trump. I'm just kidding. Trump. Nein, nein. Also just kidding. Alles gut. Just das joking. Das war jetzt ein Witz. Uh-oh. Okay. Anyway. Naja. We need to talk about the person Jesus Christ. Wir müssen über die Person Jesus Christus sprechen. Oh, he's wonderful. Er ist wunderbar. He's altogether lovely. Er ist so wunderschön. He's wonderful. Er ist wunderbar. I'm going to talk to you honestly about some subjects related to the house of God and related to Christianity. Und ich möchte heute Morgen mal ganz ehrlich mit euch sprechen über ein Thema, das wirklich zusammenhängt mit der Christenheit und mit dem Haus Gottes. But before I do, aber bevor ich das tue, I want you to know my heart. Möchte ich, dass ihr mein Herz seht. When I bring these subjects, denn wenn ich diese Themen bringe, it's from a place of real love for the church. Kommt es von einem Ort der richtigen Liebe für die Gemeinde. I love the church. Ich liebe die Gemeinde. How can I not? I'm part of it. Wie kann ich sie nicht lieben, denn ich gehöre doch dazu. If you don't love the church, you may as well go to heaven. Wenn ihr die Gemeinde nicht liebt, dann könnt ihr ja gleich in den Himmel gehen. Oh, it's also a church. Oha, da gibt's auch eine Gemeinde. Some people say I don't like big churches. Manche Leute sagen, oh, ich mag große Gemeinden nicht. My friend, you're not going to like heaven. It's a mega church. Oh, meine Freunde, ihr werdet den Himmel nicht mögen, denn das ist eine mega Gemeinde. Nein, eine sehr große We Gemeinde. Need to be okay with big churches. Also, wir müssen wirklich große Gemeinden mögen. But what I want to talk today about is very good things that God gave to us. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass Gott uns richtig gute Dinge gegeben hat. Wrong. None of these are wrong. Sie sind nicht falsch. But nichts they, ist falsch. They replace the truth, aber wenn sie die Wahrheit ersetzen, dann werden sie falsch oder sie werden etwas, was uns behindert. So I lead a ministry where we see stadiums filled with people and a lot of thousands of people get saved. Also ich leite einen Dienst, wo die Stadien gefüllt werden und abertausende and Menschen errettet it. Werden und ich liebe das. Pastor Peter and I were standing together on the stage in Nürnberg. It was a historic moment and I love it. Pastor Peter und ich, wir standen gemeinsam in Nürnberg auf der Bühne. Es war ein historischer Moment und ich liebe das. And I believe stadiums were built for God. Und ich glaube, die Stadien sind für Gott gebaut worden. Oder? I'm glad you're excited about that. Also es freut mich, dass ihr da begeistert seid. Because most Christians, I'm not sure about this, that God in the stadium. I'm not sure. Weil die meisten Christen sagen, ich bin mir ja nicht so ganz sicher, was Gott in den Stadien I'm zu suchen like, hat. You watch a ball for 4 hours go around the stadium. You watch a ball. Und ich sag, ihr schaut einem Ball zu, der 4 Stunden lang in einem Stadion rum. Surely this stadium was built for something more than a ball. Bestimmt ist auch ein Stadion für etwas mehr gebaut worden so als nur für einen Ball. I believe in big events. Ich glaube an große Veranstaltungen. Ich glaube an eine große Ernte. I believe in God's church. Ich glaube an die Gemeinde von Gott. Alle Denominationen. Alle Denominationen. I believe very much in that. Und daran glaube ich so sehr. But I feel in my spirit. This could be me. Just could be my journey. But this is what I feel. Aber ich spüre in meinem Geist. Das könnte vielleicht nur auch meine eigene Reise sein. Aber das ist was ich spüre. That sometimes our dedication to those things. Dass manchmal unsere Hingabe, manchmal unsere Hingabe an diese Dinge. Can distract us from the true thing that we really are seeking, and the true thing is. To know Jesus. Uns ablenken kann von dieser wahren Sache, die wir wirklich suchen, und das ist Jesus. I'll share some vulnerable things with you today. Und ich möchte euch einfach auch ein paar sensible Punkte heute weitergeben. Last year I thought about quitting ministry. Letztes Jahr habe ich wirklich darüber nachgedacht, meinen Dienst niederzulegen. All the red tape. All diese Dinge, die ich machen musste. All the meetings. All die Treffen. All the complication. All die Komplikationen. Of what it takes to run a ministry. Die einfach passieren, wenn man einen Dienst führt. Can sometimes tire you out. Und manchmal wirst du so richtig müde.
I was trying to be faithful to God's call. Und ich wollte Gottes Ruf wirklich treu sein. God, I want to preach the gospel. Gott, ich möchte das Evangelium predigen. I want people to be saved. Ich möchte, dass Menschen errettet werden. And so I'm not going to quit that. I'm a person. I like to stick at one thing and just stay. Also, ich werde das nicht aufgeben. Ich bin ein Mensch, der sich für eine Sache hingibt und dann da bleibt. But when I look back from now to about the middle of 2018, I can see that my intimacy with Jesus began to fall. Aber wenn ich zurückschaue von vorletzten Jahr bis jetzt, bis 2018 habe ich gesehen, wie meine Intimität mit Jesus immer weniger wurde. I became somewhat devoted to the ministry. Und ich wurde dem Dienst mehr hingegeben. And over the last few months, und im Laufe der letzten Monate, the Lord has been reassessing to me in my own heart, what is true value? Hat Gott mir in mein eigenes Herz ganz neu hineingelegt, was wirklich wahrer Wert ist? And what am I building? Was baue ich eigentlich? Am I building the kingdom of God or the kingdom of Ben? Baue ich das Reich Gottes oder baue ich das Reich von Ben? Will what I build today stand in eternity? Wird das, was ich heute baue, in der Ewigkeit Bestand haben? Will the sermons that I'm preaching today, werden die Predigten, die ich heute halte, have an eternal effect on people, or is it just me searching for the best three-point message I can make up? Eine ewige Auswirkung haben auf die Menschen, oder suche ich einfach nur die beste drei-Punkte-Predigt, die ich halten kann? So I've begun to reassess my value. Also bin ich wieder, habe ich einfach angefangen, meine Werte zu untersuchen. And I started to have this gut, deep gut feeling of like, something is missing, God. Something is missing. Und ich fing an, dieses tiefe Bauchgefühl zu haben, Gott, irgendwas fehlt. And I found out what it is. Und ich habe herausbekommen, was es ist. Jesus. Jesus. I was missing simple intimacy, deep searching, deep longing for Jesus. I was missing that. Mir fehlte die einfache Intimität, das tiefe Verlangen, das tiefe Suchen nach Jesus. And I replaced it with busyness. Und ich habe es mit Geschäftigkeit einfach ersetzt. Now I want to talk to you now about church life. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen mit ins Gemeindeleben hineinnehmen. Well, let's just say Christianity in general. Oder allgemein Christentum. See these black pillars up here? Seht ihr hier die schwarzen Säulen, die hier hinten sind? You have this lane here. Hier habt ihr eine Spur. This lane here. Da habt ihr eine Spur. This lane here. Da ist eine Spur. Sometimes in Christianity, what can happen is, manchmal passiert im Christentum Folgendes. We can become faithful. Wir können treu sein. And we want to experience God. Und wir möchten Gott erleben. And so we commit to what we know to be faithfulness. Und wir geben uns der Sache hin, von der wir wissen, dass das Treue bedeutet. And we want to serve. Und wir wollen dienen. And so we decide, I know what I can do. I can jump into the worship lane. Also dann sagen wir, na, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann hier in den Lobpreisbereich hineinspringen. I can jump into the writing a book lane. I'll write a Christian book. Ich kann in den Schriftstellerbereich reingehen. Ich schreibe ein christliches Buch. I'll make a CD. Vielleicht mache ich eine CD. You know, I'll go on a mission trip. Vielleicht gehe ich auf eine Missionsreise. Mission trips are great example. Missionsreisen sind gute Beispiele. These things again, these things are all God ordained and right. They're all from God. Nochmal, diese Dinge sind wirklich von Gott gegeben und sie sind wirklich alle in Ordnung. But I begin to ask myself this question. Aber ich fing an, mich folgende Frage zu stellen. Is the CD that I'm making changing the world? Are millions of people actually coming to Jesus through what I'm doing? Wird diese CD Menschen, Millionen von Menschen weltweit berühren und werden Millionen von Menschen wirklich ihr Leben Jesus geben durch diese CD? I was starting to deem success in my mind as I need to have an amazing conference, I need to write an amazing book, because that's what every other minister did before me. Und irgendwann fing sich in mir die Vorstellung festzusetzen, dass Erfolg das bedeutet, dass man eine riesige Konferenz hat, dass man wirklich Erfolg hat, weil es andere Prediger vor mir so gelebt haben. And we make these lanes. Und wir machen diese Bahnen. And so if we get really expressive, und wenn wir wirklich unseren Ausdruck vorbringen, I know what I can do. I can lead a mission trip. Dann sage ich, okay, ich weiß, was ich tun kann. Ich kann eine Missionsreise leiten. And it's amazing. Und es ist großartig. Because when we go on the mission trip, weil wenn wir auf eine Missionsreise gehen, we're like normal here in Deutschland, normal, you know? Das heißt, hier in Deutschland sind wir ganz normal. Nice person. Netter Mensch. Faithful. Treu. Then we go to Kenya. Und dann gehen wir nach Kenia. We get to Kenya. Thus saith the Lord. So spricht der Herr. I am here as God's prophet. Ich bin hier als der Prophet Gottes. And every person on the mission trip, wow, I prayed for 10 people. Und jede Person auf der Missionsreise, boah, ich habe für 10 Leute gepredigt. And they come back, rah. Und sie kommen richtig so zurück. Like, wow, this was amazing. Und sie sagen, boah, das war großartig. And they slot back into the lane. Und dann hüpfen sie wieder zurück in ihre eigene And Bahn. And the freedom they experienced in the mission trip, the faith that they experienced gets killed
By faithfulness, just going back to being faithful. Und diese Freiheit, die sie auf der Missionsreise erlebt haben, diesen Glauben, der wird praktisch durch die Treue gedeckelt. I meet many leaders. Wisst ihr, viele Leiter. Every Sunday. Jeden Sonntag. They're very faithful. Sie sind sehr treu. They preach good three-point messages. Sie predigen richtig gute Drei-Punkte-Predigen. But probably no one will remember. Und keiner wird sich wahrscheinlich daran erinnern. They're faithful people. Das sind treue Leute. And God honors that. Und Gott ehrt das. But sadly, aber traurigerweise, many of them sind viele von ihnen use the lane of being a pastor in dieser Bahn Pastor zu and sein being faithful, und sie sind treu and their faithfulness destroys their ability to have new faith. Und ihre Treue zerstört die Fähigkeit, neuen Glauben zu bekommen. Does this make sense? Macht das Sinn? Their faithfulness. No, I'm just faithful. Also ihre Treue. Also das heißt, ich bin nur treu. Well, what if God tells you to have faith? Aber was ist, wenn Gott dir sagt, habe Glaube? Faith can only come out of intimacy because it's dependent on knowing what God is saying to you. Glaube kann nur aus der Intimität heraus erwachsen, weil es davon abhängig ist, dass du weißt, was Gott But zu dir I'm spricht. Faithful. Dass ich jetzt bin ich This treu. Is the way we've always done things. So haben wir die Dinge immer gemacht. And because of that, und aus diesem Grund, many people forsake what God wants to do because they're just used to what God always did. Lehnen Menschen Dinge ab, die Gott tun möchte, weil sie in dem bleiben wollen, was sie kennen. And what happens is slowly we become more about these things than we do about actually knowing the depths of Jesus Christ. Und was dann allmählich geschieht, ist, dass wir einfach in den Dingen bleiben, die wir schon kennen Someone und die like wahre Tiefe in Jesus Christus nicht kennenlernen. Does it make sense? Macht das Sinn? We become more about, well, what do I do next in my life? Wir sagen eher, ja, was mache ich denn I'm jetzt in meinem Leben? Ich bin ein Co-Leiter. I know what I can do. Oh, ich weiß, was ich what tun does the Christian world don't have enough of? What are they? They don't have enough books. Yes, I'll write another book. Wovon hat die christliche Welt noch nicht genug? Oh, sie haben noch nicht genug Bücher. Also schreibe ich ein neues Now, Buch. No, I'm not against books. Also ich habe nichts gegen Bücher. I read them. Ich lese sie. I'm not against church. I'm not against tithing. I'm not against mission trips. I lead them. Ich bin nicht gegen Gemeinden. Ich gehe nicht gegen Zehnten geben. Ich bin nicht gegen Missionsreisen. Ich liebe sie. I'm not against stadiums. Ich habe kein Problem mit Stadien. I'm not against evangelism. Ich habe kein Problem mit Evangelisation. But what I'm realizing is that I was becoming faithful to the systems of this is what we do in Christianity more than I was the Christ. Und was ich aber festgestellt habe, dass meine Treue mehr der Systeme gilt, die wir in der Christenheit haben, als dem Christus gegenüber. I don't mean to offend anybody. Also ich möchte hier niemanden auf die Füße treten. But what we're doing, aber was wir tun, it's not changing the world. Verändert die Welt nicht. It's not. Es ist nicht so. I'm sorry to be honest with you. Es tut mir leid, dass ich echt ehrlich sein will. It's changing a few people's world. Manche Leute, ihre Welt wird verändert. But the effect we have on the actual world is minimal. You know why? Aber der Effekt, den wir wirklich auf die Welt haben, ist minimal. Und wisst ihr warum? Because in order to actually see millions of people turn to God and nations turn to God, we're going to need someone to help us called Jesus. Denn damit die Menschen in der Welt da draußen sich wirklich zu Gott wenden, brauchen wir eine Person, die uns hilft, und das ist wirklich Jesus. Well, no, for me, no, for me, I just want to be faithful. Nee, für mich ist, ich möchte einfach nur treu sein. I'm just trying to be faithful. Ich möchte einfach nur treu sein. What if God tells you to stop your car? Was ist, wenn Gott zu dir sagt, halte dein Auto an? On the way to the prayer meeting. Auf dem Weg zur Gebetsversammlung. That you've always been on time to. Aber du warst bis jetzt immer pünktlich. That you've always been faithful to. Und du warst immer treu. And he says, stop your car and talk to that woman. Und er sagt, halt deinen Wagen an und sprich mit dieser Frau da drüben. Most people reason away the voice of God because God is simply saying to them stuff that they're not used to obeying. Und die meisten Menschen argumentieren die Stimme Gottes einfach weg, weil sie es nicht gewöhnt sind, dass Gott auch mal anders sprechen kann. God honors faithfulness. Gott ehrt Treue. But your faithfulness cannot replace your faith. Aber deine Treue darf deinen Glauben nicht ersetzen. That's what was happening to me though. Das ist aber bei mir passiert. My faithfulness was replacing my hunger for depth and deep things from Jesus. Meine Treue war dabei, diesen Hunger und die Tiefe nach Jesus in Dingen von Gottes zu ersetzen. We were having these board meetings. Wir haben so diese Vorstandsversammlungen gehabt. Trying to figure out what are we going to do with the ministry? How do we build this and how do we whatever, you know? Und wir haben versucht herauszukriegen, wie wollen wir unseren Dienst bauen und wie machen wir dies und was auch immer. The answer was simple. Und die Antwort ist einfach. We started by you.
Wir haben bei dir begonnen. We started by your voice. Wir haben mit deiner Stimme begonnen. We started by your presence. Wir haben mit deiner Gegenwart begonnen. You were our holy fascination in the beginning. Du warst schon immer am Anfang unsere heilige Faszination. And now we're trying to become Christian business people. Und jetzt versuchen wir, christliche Geschäftsleute zu werden. Like wir versuchen, das wie ein Geschäft zu We're organisieren. Sorry, Jesus. Und Jesus, das tut uns leid. We need you in our midst. Wir brauchen dich in unserer We need Mitte. You in our life. Wir brauchen dich in unserem Leben. We need your presence. Wir brauchen deine Gegenwart. If the presence of the Lord is there, wenn die Gegenwart Gottes da ist, oh, I have this amazing revelation. Oh, ich habe diese großartige Offenbarung. Guess what draws people to God? Stell dir mal vor, was zieht die Menschen zu Gott? Have a guess. Ratet mal. Good-looking preachers. Großartig aussehende Prediger. Oh, I know what it is. Oh, ich weiß, was es ist. Tracks, giving out tracks draws. Traktate verteilen, ist doch klar. No, 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 Ben. No, 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 no. Nee, nee, Ben. Uh-uh. It's a worship CD. Es ist unsere Anbetungs-CD. Nein. No. It's a conference. Eine Konferenz. What draws people to God? Was zieht die Menschen zu Gott? God? Gott? Oh, you mean this whole thing is about knowing you and being full of you and having you everywhere and oh. Oh, das bedeutet also, dich zu kennen und dich in uns zu haben und du überall zu sein. Jesus was clothed in the presence and power of the Holy Spirit. Jesus war in der Gegenwart und in der Kraft des Heiligen Geistes gekleidet. And the Holy Ghost drew people. Und der Heilige Geist zog die Menschen. And when they came to Jesus, und als sie zu Jesus kamen, he said, "Here's the three-point sermon by which you should live." Sagte er, hier ist der Drei-Punkte-Predigt, nach dem ihr leben sollt. No, he didn't say that. Nein, das hat er nicht gesagt. He gave them living bread. Er hat ihnen lebendiges Brot gegeben. He gave them power that could change their life. Er hat ihnen Kraft gegeben, dass sie ihr Leben verändern konnten. Jesus is walking to the church meeting. Jesus ging zu den Gemeindeleuten. And he sees a woman by a well. Und er sieht dann diese Frau beim Brunnen sitzen. And he decides that the woman at the well is the church meeting. Und dann stellt er sich, sagt er einfach, die Frau an dem Brunnen, das ist jetzt seine Gemeindeversammlung. He was led by the Spirit like the wind. Er wurde vom Geist geleitet wie der Wind. You can't do that when you serve principles. Das kannst du nicht machen, wenn du Prinzipien dienst. Principles are good. Prinzipien sind gut. But if you take the person of Jesus away from the principle, it becomes the enemy of God's presence. Aber wenn ihr die Person Jesu von den Prinzipien entfernt, dann werden diese Prinzipien der Feind von Gott. All of these things are from God. All diese Dinge sind von Gott. Missions, Mission, worship CD, Anbetungs-CD, book, Buch, all from God. Alles von Tithing. Gott. Zehnten geben. That one's really from God. Das ist wirklich von Gott. You better make sure of that. Seid da ganz sicher. Who believes tithing's from the Lord? Some of you are like, wer glaubt, dass der Zehnten geben von Gott ist? Tithing's from God. Das Zehnten geben giving, ist wirklich giving's von Gott. From God. Das Geben ist von Gott. But it's not giving and tithing just because of the principle of it. It's because I'm so in love with Jesus that of course you can have my money. Und es geht aber nicht nur um das Geben und den Zehnten geben oder das Prinzip, aber ich bin so in Jesus verliebt, dass ich sage, natürlich gebe ich. I began to realize that I was starting to believe a lie. Und ich fing an festzustellen, dass ich angefangen hatte, einer Lüge zu glauben. I was starting to think of how can I craft better sermons and how can I do a 1 minute clip on Instagram that people will really love. Und ich stellte fest, dass ich darüber nachdachte, wie kann ich eine Predigt besser gestalten? Wie kann ich eine 1 Minuten Predigt für Instagram machen? Who's watching my Instagram? Wer hört, schaut eigentlich bei mir Instagram zu? No, don't put your hand up. Some people are putting their hand up. Also no, no, manche no. Leute, ihr braucht euch jetzt gar nicht melden. Like so habe ich das nicht gemeint. No, no. I meant. Ich meinte. I meant, is the world watching my little Christian Instagram? Schaut die Welt meinem kleinen christlichen Instagram zu? No. Nein. They're not. Nein, das tun sie nicht. The world's not messaging me. Can you please tell me how to follow your Instagram? Die Welt textet mich nicht an und sagt, wie kann ich dich auf Instagram nachfolgen? It's good to have that. It's good to have influence. Again, this none of these things are wrong in themselves. Es ist gut, das zu haben. Es ist gut, Einfluss zu haben. Und nochmal, nichts von diesen Dingen sind in sich selbst verkehrt. But if I push all that back, my job, my ministry, my Insta, whatever, my even my family, if I push that a little bit further back. Und wenn ich das alles zurückdränge, mein Job, meine Familie, Instagram, alles mal so ein bisschen zurückdränge. And go back to this royal call of God.
und zurück zu diesem königlichen Ruf Gottes zurückkehren. To truly know Jesus. Wahrlich Jesus richtig zu kennen. To remember what it feels like and tastes like to live with first love Leidenschaft. Dass sich daran zu erinnern, wie es sich anfühlt, wie das schmeckt, wieder zu der ersten Leidenschaft, der Leidenschaft der ersten Liebe zurückzukehren. All of a sudden my Instagram video is so anointed. Plötzlich sind meine Instagram Videos, die so gesalbt sind. You see, we put things the wrong way around. Wisst ihr, wir haben die Dinge falsch rum eingeordnet. Daily faith is needed for intimacy, for hearing His voice, for discovery of God. Täglicher Glauben Daily ist faith. Gebraucht, diese, um die Intimität mit Gott zu haben, um Gott auch zu entdecken. But most of us choose faithfulness over faith. Aber die meisten von uns wählen Treue statt Glauben. Do you know why? Und wisst ihr warum? Because that's what these lanes have taught us. That's what everybody else did. Weil das die Bereiche uns gelehrt haben. Das ist, was alle anderen gemacht haben. And honestly, it's more comfortable. Und ganz ehrlich, es ist einfach auch bequemer so. But I don't believe you're called to comfort. Aber ich glaube nicht, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr euch bequem zurücklehnt. I believe you're called to deep things. Ich glaube, dass ihr für die tiefen Dinge berufen seid. But you've got to be real with God. Aber ihr müsst wirklich echt werden mit Gott. I started to be real. Und ich fing an, echt zu sein. Here's, I'll be really real with you. Also ich möchte jetzt richtig echt sein mit euch. Hour and a half a day on social media. Anderthalb Stunden täglich auf sozialen Medien. 5 minutes here. 5 Minuten hier. What's that gonna do? Was bringt das? What's it gonna do to my life? Was bringt das in meinem Oops. Leben? Oha. That's probably a check. You should das cash war wahrscheinlich it. Ein Check. Wahrscheinlich musst du den einlösen. Thank you, Pastor Peter. Vielen Dank. It's the gospel. It's actually, you know what it is? Wisst ihr, was das ist? It's actually the gospel. Eigentlich ist es das Evangelium. It says, da steht, be faithful to all things in church serving. Sei treu in allen Dingen, während du in der Gemeinde dienst. Do you know what will happen? Wisst ihr, was passieren wird? When you get your first love back, wenn die erste Liebe zurückkommt, you'll zu love euch, to set up the church. Dann werdet ihr so gerne die Gemeinde aufbauen. And you won't be like this. Ihr werdet nicht einfach ganz langweilig nur who's das Mikrofon aufbauen. Who's watching that I do this? Wer schaut gerade zu, wie ich das hier gerade mache? You won't be getting your value out of it. Das wird dich nicht definieren. Be getting your value out of your stupid Instagram. Das wird dich nicht definieren, dieses blöde Instagram. You'll love to serve God's house. Du wirst Gottes Haus gerne dienen. Your worship won't be a worship time, a service that we practice for. It will be an expression of depth and intimacy. Deine Anbetung wird nicht einfach nur etwas sein, was du geübt hast, sondern ein tiefer Ausdruck deiner Intimität mit Gott. You won't just go on a mission trip in Kenya and like, yes, Jesus, and then come back and be like, Jesus. Du wirst nicht einfach in Kenia sein als Missionar und sagen, yes, Jesus, und zurückkommen und sagen, ja, People Jesus. Get so bold on the mission trip. Die Leute werden auf Missionsreisen so kühn. And then they come back and they settle just for being faithful. Und dann kommen sie zurück und begnügen sich damit, einfach treu zu sein. Where are the depths of Jesus Christ in your life? Wo sind die Tiefen von Jesus Christus in deinem I meet Leben? So many leaders and they study so hard to say all these intelligent things and they have no power to heal the sick. Und ich kenne so viele Leiter, die sind so bemüht, die tiefen Dinge Gottes zu studieren, aber sie haben keine Macht, die Kranken zu heilen. What does that sound like to you? Wonach klingt das denn für euch? A Pharisee. Ein Pharisäer. All in the head, none in the heart. Alles im Kopf, nichts im Herzen. No expression of intimacy, no depth, no anointing. Keine Ausdrucksform von Intimität, keine Tiefe, keine Salbung. Well, last year, letztes Jahr I began to become like a Pharisee. Fing ich an, genauso wie so ein Pharisäer zu werden. I started to exchange my 1.5 to 2 hours here for this. I started to trade them off. Und dann fing ich an, auszutauschen zwischen den 1.5, 2 Stunden auf den Medien mit der Bibel. I started to answer yes, 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 yes to all my conference requests. Und dann habe ich meine Konferenzanfragen alle mit ja, 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 ja geantwortet. And after a while, und nach einiger Zeit, I'd be sitting in green rooms, sitz ich in diesen green rooms. Like, Jesus. Und ich denke, Jesus, where are you? Wo bist du eigentlich? I miss you. Du fehlst mir. What am I doing here? Conference week in a week and it's boring me, God. I need you, Jesus. Was mache ich hier eigentlich Konferenz nach Konferenz? Ich langweile mich. Jesus, ich brauche dich. See, the question this morning isn't any of this wrong. The question is, what do we truly value? Die Frage ist nicht die, ob really? Das irgendwie falsch ist, sondern worin bestimmen wir unseren Wert? Was ist uns wertvoll? Do you value a system of Christianity or the Christ who birthed you? Wertschätzt ihr ein System der Christenheit oder bringt ihr eure Wertschätzung dem Christus, der euch geboren hat, entgegen?
The world is starving. Die Welt ist am Verhungern. Religion can't feed it. Religion kann ihnen keine Nahrung bieten. The world is starving for living bread. Die Welt verhungert nach der Sehnsucht nach lebendigem Brot. I told Pastor Peter earlier. Und ich habe vorher Pastor Peter erzählt. I would preach my 3-point message. Ich würde meinen 3-Punkte-Predigt predigen. And I felt every word was falling off the pulpit to the ground. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich gemerkt, wie jedes Wort einfach auf den Boden fiel. You know what God said to me? Und dann hat Gott zu mir gesagt, you can't give them anything. Du gibst ihnen nichts. Because you're not full of me. Weil du nicht von mir gefüllt bist. You can't change anything here, son. Mein Sohn, hier kannst du nichts verändern. Because you're not dependent on me coming. Weil du nicht davon abhängig bist, dass ich komme. These people won't come. Diese Leute werden nicht kommen. By you drawing them. Weil du sie ziehst. They'll only come. Sie kommen nur, if you make room for me. Wenn du Raum machst für mich. And then I looked at my personal life. Und dann schaute ich mein persönliches Leben an. I was losing quickly one, I'd say 3 key fruits actually. I was losing 3 things. Und ich war dabei, 3 Dinge zu verlieren, 3 Schlüsseldinge. In the last year. Im letzten Jahr. You know what I was losing? Und wisst ihr, was ich am Verlieren war? Joy. Freude. I didn't wake up excited anymore to read my Bible. Ich bin nicht morgens aufgewacht und war begeistert, meine Bibel zu lesen. I would be in worship and think, when does it finish? Ich war in der Anbetung und habe dabei gedacht, oh, wann hört die jetzt endlich auf? I'm just being honest with you. Also ich bin einfach ganz ehrlich zu euch. We all rebuke that thought. Oh no, I shouldn't think that. No, I shouldn't think that. Also wir weisen alle diesen Gedanken zurück und sagen, nee, das sollte ich nicht denken. That thought is a signal. Dieser Gedanke ist ein Signal. It's a signal. Ist ein Signal. The motivation of this thing has become more about this is how I, when I worship, this is when I read, this is when I do this. It's not about Jesus again. Dass die Motivation dessen, was du tust, so bete ich an, dass es so wie ich lese, mehr um die Sache jetzt sich dreht als um Jesus selber. Where is Jesus in your life? Wo ist Jesus in deinem Leben? Is he on the mission trip? Ist er auf dem Missionsfeld? Or is he in your daily life? Oder ist er in deinem Alltag? Does Instagram, cooking, your favorite TV show, is all of this stuff bigger than your passion for God? Ist Instagram, Kochen, deine Lieblingsfernsehsendung größer als deine persönliche Leidenschaft für Gott? Are you pursuing ministry? Gehst du dem Dienst nach? Trust me, this it won't do it for you. Glaub mir, das hier, das wird euch nicht bringen. Your heart can be so dry. Euer Herz kann so knochentrocken sein. With a microphone in front of your mouth. Und ihr könnt trotzdem ein Mikrofon vor dem Mund halten. Trust me, I travel to churches all over Europe. Glaub mir, ich reise in Gemeinden in ganz Europa. The pastor has a message. Der Pastor hat eine Botschaft. People clap. Die Menschen geben Applaus. No power. Keine Power, keine Macht. Why do you think churches aren't growing? Warum glaubt ihr denn eigentlich, dass Gemeinden nicht wachsen? There's no fresh bread there. Es gibt dort kein frisches Brot. There's only systems. Nur Systeme. But wait, don't clap for me, please. Thank you, but danke, aber es geht nicht um den Applaus. Some of you are going to hear this in rebellion. Manche von euch werden das hören und es wird Rebellion hervorhören. Go, that's right, church is wrong. Und dann manche werden sagen, ja, das stimmt, Gemeinde ist falsch. No, you're wrong. Nein, ihr seid falsch. That's not at all what I'm saying. Das sage ich hier überhaupt nicht. I'm saying all of this was created by God, but without God in it, it becomes religion. Und ich sage, all das wurde von Gott geschaffen, aber wenn Gott da nicht drin ist, dann wird es zur Religion. Your life was made by God. Dein Leben wurde von Gott geschaffen. Your time in front of the mirror, his book just sitting there, that was made by God daily. He wants that daily. Eure Zeit vor dem Spiegel, dem Wort Gottes, hat er für euch gemacht. Er möchte, dass ihr das jeden Tag tut. But when you lose the Leidenschaft für Jesus, it becomes religion. Aber wenn ihr die Leidenschaft für Jesus verliert, dann wird das zur Religion. And religion will dry your heart out quicker than anything. Und Religion wird euer Herz schneller austrocknen als irgendwas anderes. The first thing you'll lose is joy. Und das erste, was ihr verliert, ist die Freude. You won't joyfully want God. You won't joyfully love people. You'll lose your joy. Wir wollen voller Freude Gott erleben. Wir wollen voller Freude die Menschen begegnen. Wir verlieren unsere Freude. But God is very big. Aber Gott ist so groß. And David prayed in Psalm 51, restore unto
unto me the joy of my salvation. Und Gott ist so groß, und David hat im Psalm 51 gebetet, lass die Freude meiner Errettung wieder zu mir zurückkehren. Und Jesus kann das tun. We say every day. Und wir sagen jeden Tag. Europe shall be saved. Europa soll errettet werden. Shall it be? Soll es das? Won't be if we don't get God. If our life is not saturated with Jesus, it will just be another statement we make for 100 years. Das wird nicht passieren, wenn unser Leben nicht durchdrungen wird von der Gegenwart Gottes, werden wir in 100 Jahren das noch nicht erleben. See, God sees you like a Ferrari. Gott sieht dich wie einen Ferrari. Especially you guys, you're good looking. Ferrari is good looking. Besonders ihr davon, ihr seid richtig gut aussehend, wie so ein Ferrari. You're like a Ferrari. Ihr seid wie ein Ferrari. You have horsepower. That sounded good, didn't it? That worked actually. Pferdestärke. Das funktionierte richtig. You have horsepower. Pferdestärke. Pferd. Pferd. Horse. I love Pferd. Ich liebe Horse. Tastes so good. Schmeckt so gut. I'm just joking. I'm just joking. Das war jetzt ein Witz. I'm just kidding. I'm just kidding. In Switzerland, they eat the Pferd. In der Schweiz essen sie Pferd. Can I go two more minutes? Kriege ich noch zwei Minuten? In Switzerland, they eat the Pferd. Also in Switzerland, in der Schweiz essen sie Horse. That's one good thing about, no, that's one bad thing about Switzerland. Also das ist eine der Sachen, die in der Schweiz nicht ganz so gut laufen. Jesus is coming back on the Pferd. Jesus kommt nämlich zurück auf dem Pferd. If he was coming back to Switzerland, he wouldn't have one to go home to heaven in. Wenn er nach der Schweiz auf dem Pferd kommt, hätte er keins mehr, um in den Himmel zurückzugehen. Okay. There's many other good things about Switzerland. I love also Switzerland. In der Schweiz gibt es noch viele andere guten Dinge, und ich liebe wirklich die Schweiz. Like the flag. The flag's a big plus. Zum Beispiel ihre Flagge, die ist richtig gut, ein großes Plus. Did you get that? Some Hat of you didn't kapiert? Get that. Okay, anyway, back to the point. Also, zurück zum Punkt. Zurück zum Punkt. You're like a Ferrari. Ihr seid wie ein Ferrari. God sees exceptional potential, great power in you, majesty upon you. Gott sieht außergewöhnliches Potenzial. Er sieht Majestät in euch. But just like any amazing thing, aber genauso wie bei allen außergewöhnlichen Dingen, it requires that the Creator would refill it with fuel. It requires to be filled with something. Ist es einfach notwendig, dass es wieder mit etwas aufgetankt wird. Some of us are not on the highway, we're not driving into the intimacy of God, we're not driving into the will of God, we're simply watching our Ferrari, hopping in it every week and then getting out and watching it again. Manche sind nicht unterwegs in diesem Wagen, sie fahren nicht auf der Autobahn, sie fahren nicht gegen Gott, sondern sie Woche nach Woche setzen sie sich einfach your rein life, und warten. Your life, dein Leben and the church und das Leben der Gemeinde is a vehicle. Ist ein Gefährt. The presence and person of Jesus is the fuel. Die Gegenwart und die Person Jesu ist der Treibstoff. In all things. Und in allen Dingen. He must come first. Muss er an erster Stelle stehen. Ministry comes after. Der Dienst reiht sich dann Family hinten comes an. Out of that. Und die Familie entsteht Lobpreis daraus. Comes out of that. Lobpreis kommt aus der Sache heraus. What are you building? Woran baut ihr? I want to pray for you. Und ich möchte jetzt für euch beten. That God would I feel like today God is he's just repositioning people back. Ich habe so den Eindruck, dass Gott einfach Leute wieder an ihre Position zurückbringt. You had a great struggle as this church. Diese Gemeinde hatte einen großen Kampf. Not good. War nicht gut. You know what the answer is? Und wisst ihr, was die Antwort ist? That times of refreshing would come from the presence of the Lord. Zeiten der Erfrischung kommen aus der Gegenwart Gottes heraus. It's not about what happened. Es geht nicht darum, was geschehen ist. It's not about oh the worship goes too long. Oh it's too short. Oh it's too this, it's too that. Es geht nicht darum, oh die Anbetung ist zu lang, zu kurz, zu That's dies, not zu das. The answer. Das ist nicht die Antwort. The answer is not looking at each other. It's looking up again. Die Antwort ist nicht einander anzuschauen, sondern die Antwort ist die Blicke nach oben zu richten. Aber. Mama mia, aber. Anyway, just kidding. But today, heute, the Lord would gently challenge you, möchte der Herr euch ganz sanft herausfordern, to reestablish the value system of your heart and to search again for the riches of Jesus, because the world needs you to be filled with Him. Das Wertesystem eures Herzens wieder ganz neu einzuordnen, weil die Welt braucht es, dass ihr diese Reichtümer in seiner Gegenwart erlebt. You know what the Lord just said to me then when I in my head? Wisst ihr, was Gott in meinem Kopf gerade gesagt hat?
He said, I miss some of them. Er sagte mir fehlen einige von ihnen. He misses you. Du fehlst ihm. Where have you been? Wo warst du? Jesus misses you. Jesus vermisst euch. Where have you been? Wo seid ihr gewesen? If you want your first love fire back, wenn ihr das Feuer eurer ersten Liebe wieder haben möchtet, you've got to be real with God. Müsst ihr mit Gott authentisch werden. You have to be authentic. Ihr müsst authentisch sein. I don't want to go to heaven a poor man. Ich möchte nicht als armer Mann im Himmel ankommen. I want to know the riches of knowing him. Ich möchte die Reichtümer haben, ihn zu kennen. He's altogether lovely. Denn er ist über alle Maßen wunderschön. He's altogether wonderful. Er ist über alle Maßen wunderbar. There's nothing he won't do for a heart that is given to him. Es gibt nichts, was er nicht tut für ein Herz, das ihm hingegeben ist. Even if you're a Christian. Und selbst wenn du Christ bist. If you've been away from God. Wenn du von Gott weggegangen bist und du hast das Gefühl, dass das Feuer deiner ersten Liebe am Ausgehen ist, Gott möchte es dir wieder anzünden. You have to be real in here today. Aber ihr müsst wirklich echt sein heute. Some of you are going to burst into tears. Manche von euch werden in Tränen ausbrechen, you miss Jesus too. Weil Jesus hat euch auch gefehlt. But you've got to be real today. Aber heute müsst ihr echt sein. Ben, what do we do? Do we repent? Do we try and say sorry a million times? No. Ben, was sollen wir machen? Sollen wir eine Million Mal sagen, es tut mir leid? Nein. You just put that and that. Wir nehmen nur das. Die Arbeiten. Die Arbeit. Your phone. Das iPhone. You put everything under. Wir ordnen alles unter. Unter diesem Wort. Come back. Und wir kommen zurück. He's amazing. Er ist großartig, letting us start again. Weil er uns immer wieder den Neuanfang schenkt.